Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir müssen jetzt eben ganz schnell für einen Tag durchpennen. Ja, geht in Ordnung, 10 Gold. Also, ich drücke mal Enter. So, und warte mal, wie spät haben wir es überhaupt? So, 2 Uhr? Okay. Das heißt, dann können wir mal 6 Stunden. Können wir uns jetzt endlich den Ebenerzbogen holen. Und dann können wir uns auf den Weg zum Diamantturm machen. Und dann bräuchten wir eigentlich gar nicht mehr hier weiter auf Somerset rumirren. Wo war nochmal der Laden? Genau, da im Süden. Wo es den Bogen gab's. Und dann ab zum Diamantturm danach. Und sobald wir den Diamantturm fertig haben, haben wir schon das 5. Stück von 8. Genau, hier jetzt. Da rein und das müsste der schon sein. Oder ist er das? Ja, das ist der. Hier gibt es dann den Bogen, Ebenerzbogen. So, bei Weapon, genau. Ebony Longbow of Luck, 11.000. Ja, der ist jetzt unser. So, wo haben wir den? Hier. Das heißt, wenn Gegner mal ein bisschen weit entfernt sind, können wir uns damit trotzdem nochmal verteidigen. Dann würde ich sagen, hier machen wir auch nochmal ein Safe Game auf die 1. Und ab zum Diamantturm. Jetzt geht's los. So, 5 Tage werden wir brauchen, um dahin zu kommen. Dann holen wir uns den. Den 5. Star. Crystal Tower. The Crystal Tower dominates the area, rising like an accusatory finger pointing at the sky above. This bastion of sorcery seemingly transcends normal human conceptions, existing in many planes other than this. You can sense the 5th piece of the Staff of Chaos somewhere above. Ich habe so ein Gefühl, das werden deutlich mehr als 3 Ebenen sein. You enter the halls of the Crystal Tower, greeting by strange sounds and sights. Okay. Hört ihr das? Die Schritte sind hier. Klingt so, als würden wir auf Schnee laufen oder so. So, der hat nichts. Was mit dem? Hallo? So, der hat einen Buckler. Okay. Oh, der ist blau. Und nicht grün. Warum auch immer der blau ist und nicht grün. Alter. Skelette. Okay, die haben nichts. Komm, wir gehen mal durch die Tür. Achso, das war die Tür da hinten. Okay, dann ganz kurz nochmal Healing und Shielding. Mal nochmal auf der Map gucken. Wo sind wir? Hier war noch eine Tür, die wir sauber übersehen haben. Kommen wir da so ran? Nein.
Komm. Komm, ich will da ran. Ich will an den Schatz. Nein. Oh. Muss ich doch irgendwie rankommen können. Ich will an den Schatz. Ja. Haben wir geschafft. Suchen wir mal da hinten nochmal die Tür, wenn wir da durchgehen. Ach, eine geheime Tür. Der hat nichts. Nichts. Und nichts. Was wird das? Oh, noch ein Schatz. Nice. Was ist das für ein Geräusch? Noch ein Schatz. Hier noch eine Tür. Ah. Ja, Butler wollen wir nicht. Was ist mit dem? Der hat 48 Gold. Immerhin. Wenn die mal ein Skelett das Geld hat. Okay, hier geht es auch nicht wirklich weiter. Hier ist auch schon Ende. Hier ist ein Loch im Boden. Hier geht es auch nicht wirklich weiter. Also keine geheime Tür oder sowas, meine ich. Ach so. Die haben nichts. Alter, ist kompliziert gebaut hier. Komm, ich will da durch. Spinn. Ich höre sie schon. Aber da war eine geheime Tür. Ja, gleich zwei dieser Geister. Und nochmal ganz kurz Healing. Da sind mir zu viele Geister hier. Aber wenigstens ganz viele Schätze. Den brauchen wir nicht. Dann können wir hier wieder rechts rum und dann gleich hier links. Was war das denn für ein Geräusch? Ich glaube, die Spinnen sind da drin. Ne? Ich finde es gut, dass wir stark genug gegen die Skelette geworden sind. Ich weiß noch, einer unserer ersten Dungeons, da wo 5 Stück von denen auf einmal kamen, wir fast von denen auseinandergenommen sind. Irgendwer haut auch mich hier noch drauf. Ich habe gerade gesehen, wie Leben gesunken ist. So, da ist ein Weg da runter. Da rein, dann lassen wir da rein. Na komm. Nein. Schnell. Healen, healen, healen.
Und healen und Reaction. Der hat nichts. Der hat auch nichts. Dann nehmen wir alles mit. Ah, geil, nochmal. Nochmal ein Schätzele. Okay, hier haben wir durch. Jetzt wissen wir aber auch, wo die Spinnen herkamen. So, dann gehen wir hier mal geradeaus durch. Ist hier noch eine geheime Tür vielleicht? Nö. Ach. Ich kann mich gerade gar nicht bewegen. Was ist los? Hier ist irgendwo wieder so ein richtig böser Geist. Man hört den. Da. Ach, deinetwegen konnte ich mich nicht bewegen. Hier gibt jetzt Sinn. So. Wollen wir da jetzt weitergehen? Ja. Muss ich einmal schauen. Wenn wir darum. Da sind sie Geister. Aber hier ist sonst nichts. Schade. Ich mag diesen Schneegeräusch hier, wenn man rumläuft. Ich weiß nicht warum, aber Geräusche, ich feiere den irgendwie. Ich liebe es auch, auf Schnee rumzulaufen. Oh. Wo ist der? Der Vampir, wo ist der? Da ist der. Shielding und Heal through. Ja. Nochmal. Healing und Shielding. Und dann mal drauf gehen. Nochmal Healing und Shielding. Okay, den haben wir erledigt. Potion hat er. Gibt's da vorne was? Leider nix. So. Da waren wir schon. Dann gehen wir mal hier wieder durch, zurück. All who enter this place, abundant hope. Okay. Ich glaube, das zählt für den Bereich. Boah, ist echt scheiße, wenn dieses Gedonge kommt. Dass man alles andere nichts mehr hört. Okay, dann lass mal hier diese Tür suchen. Ach. Ah. Ja, nehmen wir mal mit alles. Das war mal ein interessanter Weg. Okay, dann gehen wir mal darum. Und hier. Müssen wir auch einmal weiter, oder? Ja, genau. Hier müssen wir einmal weiter. Ja, wo ist denn der? Da ist das kleine Arschloch.
Gleich zwei Stück. Wir haben nur einen Buckler. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts, wenn ich das hier mache. Okay, die regenerieren nicht wieder. Aber echt mies, dass die immer so zucken. Wo kommen sie? Wo sind sie? Da sind sie schon. Ach, nee. Buckler, Buckler. Und der war auch Buckler, Buckler. Und dieses Geräusch schon wieder. Jetzt stelle ich mir die Frage, wo müssen wir hin? Digga, die Trolle, die übertreiben. Buckler, Digga. Machen wir das. Und nochmal. Was ist das für ein Potion? Ah, ne. Immer eine Levitation wieder. Da ist der. Warum sind hier so viele Trolle? Stab und Stab. Wir gehen mal hier rum. Hier waren wir doch schon, oder? Jo. Hier waren wir schon. Dann gehen wir nochmal zurück. Da ist die Tür. Ah, den Raum haben wir komplett vergessen. Das heißt, wir müssen doch nochmal wieder zurück. Ja, ja, scheiß auf die Spinne. Dann gehen wir hier nochmal hin. Hier durch. Nein, 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 nein. Healing. Healing True. Und nochmal so Healing. The Hellhound has nothing usable. Okay. Boah, das war jetzt aber bitter. Das war jetzt richtig bitter mit denen. Wo ist denn der Vampir wieder? Wahrscheinlich wieder da drinne. Nochmal Healing. Und Shielding. Alter, dieses Bum, Bum, Bum. Das nervt so. Nochmal Healing True. Healing, Healing. Healing. Alter. Healing. Und nochmal. Healing. Endlich. Bleib tot. Ja, bleib tot. Nur Flail hat er. Da sind die Spinnen. Alter, dieses Ding soll weg. Und dieses Geräusch. Ich glaube, hier ist irgendwo noch eine Tür. Ne, gar nicht. Okay. Aber dann können wir mal durch die andere Tür da gehen. Hier. Und dann mal schauen, wo. Genau. Hier rechts. Und wir nach links kommen. Ja. Feststecken. Ach, hier ist noch einer. Sechs Höllenhunde. Hört auch nichts.
Dann noch mal schnell hier. Healing. Da. Wo ist er? Wo ist der Troll? Da ist er grün. Hätte es da nicht blau sein sollen? Wo sind sie? Die Trolle, ey. Ah, oh, da sind sie. Alter. Schon die killen mich jetzt beide. Bleibt tot. Ohne Gold? Ja, nehmen wir alles mit. Ah, noch ein Schatz. Nehmen wir beides mit. Alter, gleich zwei Stück von denen. So. Heal true. Achso, das sind wir, die dieses Stampfgeräusch gemacht haben. Jo. Nächste Etage. Und die Frage ist, wo müssen wir jetzt alles hin? Krass, wie es hier so alles voller Schnee ist. Aber ich liebe diesen Schneegeräusch, wirklich. Der Snowwolf hat nothing. Laufen wir jetzt gerade hier im Kreis? Geil. Ja, Mann. Was gibt's hier? Genau. Macht mich kaputt. Ah, oh, geil. Okay, den können wir nicht mitnehmen. Das heißt... So, dann nochmal heilen. Gehen wir hier nochmal richtig rein. Irgendwo hier an die Seite. Und dann schmeißen wir aus dem Inventar die Sachen raus, die nicht magisch sind oder nicht wertvoll. Den hier droppen wir. Den hier können wir droppen. Die können wir droppen. Den können wir droppen. Was fehlt so viel eigentlich hier nicht magisch? Nein, den nicht. Den können wir droppen. Die würden eh kein Geld bringen. Also kaum Geld. Die Longsword lassen wir. Oh, die, oder diese Longswords. Den können wir droppen. Den Longbow, den müssen wir aufpassen, dass wir den nicht aus Versehen mal droppen. Alles klar. Und dann nehmen wir die beiden mit. So, dann haben wir da noch links eine Zelle. Aber ohne Schatz. Und hier noch eine. Ah, aber mit Schatz. Und ein Amulett. So, dann fehlt uns aber hier noch der komplette Bereich. Keine Ahnung, ob wir da noch hinkommen. Irgendwie. Müssten wir hier mal durchgehen. Ja, wir knacken das alles einfach. What the fuck? Sind wir hier jetzt gelandet? Oh, wir schwimmen mal auf die Mitte. Vielleicht ist hier was. Der sieht eigentlich geil aus. Den finde ich schade, dass wir den nicht looten können, oder?
Nee. Den Weg? Nö. Er hat mich nirgendwo hingebracht, im Grunde. Also nichts, wo es sich überhaupt gelohnt hätte. Ich würde sagen, wir gehen einmal nochmal den kompletten Weg zurück, weil ich denke, dass wir da vielleicht noch was finden könnten. Wenn wir den anderen Weg entlang gelaufen sind, wären. Ich habe mich gerade wegen der Statue oder warum man das... Die Dinger da sein sollen, erschrocken. Genau, hier wollen wir noch einmal lang. Das ist einfach nur ein Baum. Alter, hier geht's auch noch weiter. So, und Eisgolem hat nichts. Aber immerhin kommen wir hier jetzt so in den mittleren Bereich hier. Geil. Aber doch nicht so ganz mittig, wie ich gehofft hatte. Wohl da geht noch was hin. Hier ist irgendwo so ein Weg. Oder? Ah, ne, da oben. Hier. Können wir drunter durchschwimmen? Ah, nice. So. Und noch ein Belt. Jetzt kriegen wir aber auch die wertvollen Dinger, ne? Ja, mach mich nicht tot. Shielding. Und nochmal Healing. Beide gekillt. Nice. So, wie viel Erfahrungspunkt haben wir jetzt? Gleich schon bei 4 Millionen. Nice. Jetzt kommen aber auch die stärkeren Gegner, muss man sagen. Jo, den Raum da unten müssen wir laufen. Den hier, genau. Oh, gleich zwei Stück von denen? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir zu, wie wir hier weiterkommen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.